Hallo, heute machen wir mal wieder was Gutes zum Mittagessen. Und zwar machen wir Rohrnudeln oder Dampfnudeln, wie ihr sagen wollt dazu. Und zwar habe ich da einen Hefeteig gemacht und habe ihn jetzt schön gehen gelassen. Und heute haben wir mal die Kirschen, ein Glas Sauerkirschen, nicht mit Fruchtball angerührt, sondern mit Vollmilchkaltcreme. Da habe ich jetzt auf ein Glas 5 gehäufte Esslöffel Vollmilchkaltcreme rein. Das probieren wir heute mal, wie das schmeckt. Und da gebe ich jetzt quasi auf meinen Teig einen Löffel drauf. Und dann geben wir das einfach schön zusammen. Und in unserem Bräter haben wir da schon unsere Butter und Milch und Zucker hergerichtet und haben es ein bisschen warm werden gelassen. Und da legen wir das jetzt einfach schön drauf. Und die werden gigantisch. Der Bräter ist ein Traum. Also ich liebe den wirklich für alles Pikante und Süße, ein Traum, wirklich. Und so können Sie das jetzt nachmachen und die schmecken gigantisch, da freuen wir uns heute schon drauf. So, schaut rein in unseren Topf, jetzt habe ich es alle reingegeben. Oh, da freuen wir uns jetzt drauf. Und das Tolle an dem Topf ist auch, und also mit zugedeckten Deckel dann backen. Und das Tolle an dem Topf ist, schaut, da sammelt sich das Wasser und es geht dann nicht runter, also es geht nicht in den Topf rein. Das sammelt sich da und das ist wunderbar, also bei allen Gerichten, die Sie machen. Das ist wirklich eine tolle Sache mit dem Topf. So, und jetzt geben wir es in den Ofen. So, schaut her, unsere Dampfnudeln, wie toll die geworden sind. Schaut's, die sehen doch super aus. Und die habe ich jetzt mit unseren Handschuhe rausgeholt. Aber es ist auch bei dem Topf, sind auch Silikongriffe dabei. Die kann man dann für solche Sachen auch nehmen. Und das Tolle ist an dem Topf, man kann wirklich an der Herdplatte damit arbeiten. Und wenn man da zum Beispiel Nudeln oder irgendwas drin macht, was pikant ist, auch egal was, der Käse drauf und dann in den Ofen rein, die Griffe weg. Und dann überbacken, einfach der Deckel runter und der Grill anschalten und dann geht es wunderbar. Da braucht man einfach nur einen Topf und kann alles in dem machen. Also wir sind begeistert. Und da machen wir jetzt noch eine Vanillecreme dazu, eine Vanillesoße mit unserer Vanillecreme und Milch, rühren das an und dann lassen wir es uns schmecken. Ich hoffe, ihr euch auch. Habe ich doch noch was vergessen zum Sagen. Der Topf ist Aluguss und das heißt, der ist federleicht im Gegensatz zu anderen Töpfen ein Traum.